Leute, eine Sache steht fest, heute wird auf jeden Fall mit Muskelkater trainiert. So Leute, mein kleiner Bruder geht übrigens auch ins Fitnessstudio. Hast du Schmerzen? Also nicht, ist lightweight. Wie sagst du immer? Skinny Bitches. Die Skinny Gaydan Bitches sind wieder im Gym. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal und natürlich auch zu einer neuen Episode des Winterbikes, und zwar Episode Nummer 3. Heute wird es mal wieder Zeit für einen Formcheck. Ich nehme euch mit, ihr seht's, ich bin nicht in gewohnter Umgebung. Nein, ich bin bei mir zu Hause in der Heimat. Ich nehme euch mit, zusammen mit Leonie, in mein Fitnessstudio, in dem ich angefangen habe zu trainieren, 6 Jahre lang durchgängig trainiert habe, und ich war sogar teilweise der Dude, der ist das Mitglied, das am meisten im Fitnessstudio war, also die meisten Besuche hatte. Und jetzt, ich finde das Fitnessstudio mega nice, geile Atmosphäre, anabole Luft, Leute, ich sag's euch, macht riesig Spaß da zu trainieren. Dementsprechend Formcheck plus Push-Workout. Ich nehme euch mit, gebe euch heute wieder zahlreiche Tipps. Es gibt auch den einen oder anderen Game-Channel für euch, da könnt ihr auf jeden Fall mal gespannt sein. Für mich gibt es jetzt auf jeden Fall eine richtig schön leckere Rice Cream zusammen mit der längsten Praline der Welt, und zwar hier Duplo am Start, damit auf jeden Fall ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen Eiweiß, ein bisschen Fett am Start ist, damit leicht der Pump im Gym, oder das Pump, die Pump, keine Ahnung, damit der Pump im Gym gleich richtig stimmt. Ihr merkt schon, ich bin richtig hyped. Macht einfach Spaß da zu trainieren, das werdet ihr euch gleich sehen. Ich esse auf und dann geht's ab ins Gym. Let's go. So Leute, ab ins Gym, ihr seht, Booster schon fast leer, und zwar ins Fitnessstudio fahren hier so circa 15 Minuten, und ich finde, das ist wirklich die perfekte Zeit, um im Auto den Pre-Workout zu genießen. Sonst fahren wir eine halbe Stunde, das ist schon ein Ticken zu lang, aber hier 15 Minuten schön einmal Goat und Goat Pump rein und dann noch zusätzlich ein Monster, und dann geht's ab ins Gym. Der Fokus stimmt schon mal und die Musik ballert auch. Ab ins Gym, let's go. So, die erste Übung sind bei mir auf jeden Fall Fleiß am Kabelzug, Schrägbankfleiß am Kabelzug. Und zwar sage ich euch da, wie ihr das perfekte Setup an der Schrägbank bzw. am Kabelzug aufbaut, wenn ihr mit der Schrägbank dran trainiert. Dementsprechend zuerst mal die Bank etwas wegstellen, dann nehme ich mir immer eine Langhantelstange, lege die hier so frontal an den Kabelzug, schau, dass sie links und rechts ungefähr gleichmäßig liegt, das passt. Stell dann den Kabelzug an beiden Seiten natürlich nach unten. Und jetzt könnt ihr richtig schön die Schrägbank in den Kabelzug reinfahren. Dann seht ihr quasi hier, wie ihr die Schrägbank richtig reinstellt. Und zwar links und rechts richtig schön mittig. Und dann kann erstens mal die Bank nicht nach hinten wegrutschen. Und zweitens habt ihr perfekt mittig platziert. Oftmals ist es eben ein bisschen schwierig, die Schrägbank richtig reinzustellen. So passt es. Dann mache ich hier Stufe 3. Und dann geht's auch schon los mit dem Training. Leute, eine Sache steht fest. Heute wird auf jeden Fall mit Muskelkater trainiert. So viel dazu. Ist einfach die Gymkatze hier. Hat das beste Leben, läuft immer ins Fitnessstudio rein, lässt sich von allen Leuten streicheln, spielt mit den Leuten und dann geht's wieder raus. Also richtig chillig. Und kommt, glaube ich, besonders gut, wenn man eine leichte Katzenallergie hat, im Training die Katze zu streicheln. Dementsprechend, ich setze die Katze in Ruhe und fange an zu trainieren. Also let's go. 1. Yes. Erster Satz ist drin. Ihr habt gesehen, letzte Wiederholung lasse ich einfach nur fallen, weil ich fertig bin, sondern die letzte Wiederholung nehme ich nochmal richtig langsam mit, mache die Brust groß und lasse nochmal richtig die Muskulatur aufstretchen. Oder so setze ich nochmal zum Schluss nochmal einen richtig krassen Stimulus rein. Das kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen. Alter, ich freck gleich. Lasst auf jeden Fall bei der letzten Wiederholung nicht das Gewicht einfach fallen, sondern nehmt nochmal richtig schön die Negative mit. Lasst die Muskulatur maximal auseinanderreißen und dann werdet ihr das auf jeden Fall am nächsten Tag spüren. So, es geht weiter mit der nächsten Übung, und zwar Bankdrücken oder beziehungsweise Brustpresse flach. Ich feiere die Maschine extrem krass, weil sie konvergierend ist, also von außen richtig schön zusammendrückt. Quasi wie Flachbankdrücken mit der Kürzhantel, nur eben geführt. Bedeutet, ihr habt noch einen viel, viel besseren Fokus darauf, nur mit der Brustmuskulatur zu drücken und nicht so viel zu stabilisieren. Letztes Mal, also vor 5 bis 6 Wochen, habe ich hier 80 Kilo mal 9 gemacht. Da war ich aber auch richtig am Start. Dementsprechend versuche ich heute mal 9 Wiederholungen, beziehungsweise wenn es sehr gut läuft, 10. Konzentriere mich aber eher aufs Feeling und dann schauen wir mal, wie es läuft. Natürlich immer Liquid Chalk, wenn es erlaubt ist, damit ihr halt natürlich nicht abrutscht, den maximalen Grip habt, Vollgas aus der kleinen, schwachen, dünnen, nicht vorhandenen Brust rausdrücken könnt, wie manche Leute sagen würden, was aber nicht stimmt. 1. Yes! 7, come on! 8. Yep. Druck. Okay. Ja, aber okay.
Die letzte Wiederholung war vielleicht ein bisschen unnötig, aber hat trotzdem gut geklappt. 8 Wiederholungen, bis jetzt 8,5 und haben sich gut angefühlt. Jetzt mache ich den letzten Satz. Danach genauso viel Gewicht, nur ein Ticken mehr Feeling. Darauf müsst ihr mal achten, dass ihr nicht die ganze Zeit nur Gewicht, Gewicht, Gewicht aufs Gewicht schaut und dabei ein bisschen die Ausführung vernachlässigt, so wie ich mich manchmal selber ertappe, sondern manchmal eher das Gewicht gleich lassen und dafür eine Wiederholung mehr machen oder halt gleich viele Wiederholungen, aber dafür eine bessere Technik. Es bringt doch viel mehr, wie wenn ihr euch dann irgendwie bescheißt, mehr Gewicht macht, Fake-Progression erzeugt und dann im Endeffekt nach 3-4 Monaten mit so viel Schwung trainiert, dass gar nichts mehr in der Brust ankommt. Habe ich auch schon jahrelang Fehler gemacht. Hey Siri, die hört auch nicht mehr auf mich. Welche Frau hört eigentlich auf mich? Hopp, 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 hopp. Sechs. Come on. Sieben. Kindergarten. Acht. Nice. Geht doch. 8 wunderschöne Wiederholungen. Ihr habt gesehen, die letzte Wiederholung war noch mal maximal schwer, also maximal langsam. Und so gehört sich das. So Leute, nächste und letzte Übung für die Brust, Seated Chest Press. Leonie hilft mir ein bisschen beim Rausholen, weil ich krieg's irgendwie nicht hin. Das Gewicht oder der Load ist langsam so schwer, dass ich Probleme habe, richtig reinzukommen. Ihr werdet es gleich sehen, aber ich denke mal, das sollte gut funktionieren. Let's go! Zap, zap, zap. Okay, den einen habe ich, den anderen. Schneller! Yes! Okay, passt. Alles gut. Aua, ey, solche Schmerzen, da muss man einfach rumschreien. Ihr habt gesehen, zum Schluss, wenn die Brust richtig alle ist, einfach noch mal kurz 20 Sekunden in der Dehnung heben, um die Brustmuskulatur noch mal maximal aufzustretchen. Testen wir gerade ein bisschen aus, mache ich schon so seit 6 Monaten und kommt bei mir relativ gut an, um einfach noch mal den Schwimmlos nach oben zu treiben. Boah, der hat reingehauen. Pump ist am Start und jetzt geht's weiter mit der Schulter. So Leute, mein kleiner Bruder geht übrigens auch ins Fitnessstudio. Mein kleiner Bruder. 2 Meter wie groß? 1 oder 2. 2 Meter 1 und 100? Ja, 138. Ja, 138 Kilo. Und so groß sieht Leonie aus. Also komplett wie, ja, aus der Vorschule. Ja. Zwergi. Yes, ihr könnt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, dass ich zusammen mit meinem Bruder trainiere und richtig ausrast, weil ihr schmeißt ja auch die 50er durch die Gegend. Dann schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit dem Training. Es geht weiter mit Seitheben meiner Maschine und wie ihr seht, habe ich die Maschine auch ausgemaxt. Und zwar in meinem Home Gym hat's die Maschinen alle mit Stack-Erweiterung und hier ohne Stack-Erweiterung. Bedeutet, ich habe einen Imbusschlüssel reingesteckt, nochmal 5 Kilo draufgeladen und dann mache ich auf jeden Fall Seitheben in der Maschine hier falsch rum, mit den Armen richtig schön ausgestreckt. Dadurch kann ich mich doch besser auf die seitliche Schulter fokussieren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier, ihr seht, an den Griffen greift und dann Seitheben ausführt, da seht ihr schon direkt, das geht alles in den Trapez und so habe ich schon jahrelang an der seitlichen Schulter vorbei trainiert. Dementsprechend schaut euch am besten meine Technik ab, macht's nach und ihr werdet auf jeden Fall direkt merken, dass ihr besser die seitliche Schulter spürt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal rein in den Satz. Go. 1. Yes. 5. 6. 9. 10. 15. Okay. Aua, boah. Sehr, sehr geil. Ich liebe die Übung einfach. Vor allem an der Maschine spüre ich die seitliche Schulter besonders gut. Ganz wichtig, ich stelle mir im Training immer einen Timer, dass ich nicht mit den Satzpausen zu lang mache. Gerade wenn ich auf Koffein bin, neige ich dazu, schnell irgendwas anderes zu machen. Und da möchte ich auf jeden Fall im Fokus bleiben. Ich habe gerade gesehen bei der Videoaufnahme, dass ich beim Seitheben nicht wirklich hochgekommen bin, sondern eigentlich hier so aufgehört habe. Dementsprechend jetzt 5 Kilo weniger, nur den Full Stack. Und dann versuche ich nochmal, die Schulter, obwohl sie schon komplett demoliert ist, einfach so weit wie es geht oder die Arme so weit wie es geht nach oben zu heben, um noch einen Ticken mehr Kontraktion reinzukriegen. Übung fühlt sich allgemein sehr, sehr gut an, aber ich versuche so vielleicht noch einen Ticken die Technik zu verbessern. Also rein in den Satz, let's go. 1. 2. 3. 7. 8. 3 Wiederholungen. 2. 3.
Aua! Oh mein Gott! Oh, ich hab's gesehen. Bei den letzten zwei Sätzen mache ich da nochmal 10 bis 11, 12 Teilwiederholungen hinterher, um nochmal die Gedehneposition richtig reinzuhämmern. Oh mein Gott, und es tut so weh. Aber es ist geil. So kriege ich die seitliche Schulter auf jeden Fall das nächste Level. Bist du das Gleichgewicht wie ich? Ja, du bist ja eine Skinny Bitch. Also mein Bruder hat gerade gesagt, ich bin eine Skinny Bitch. Deswegen machst du jetzt weniger Gewicht wie ich. Ja, du wiegst nicht mal 130 Kilo, was ist denn? Ja, Fett bringt mir auch nichts. Also, mein Bruder nicht macht... Nicht auf die, mein Bruder macht jetzt auf jeden Fall die gleiche Übung wie ich. Und zwar Trizeps Extension über Kopf. Ich habe schon einen Satz gemacht. Mein Trizeps ist sehr voll. Ich nehme mich ein bisschen mit durch meinen Bruder seinen Satz und ja, schauen wir einfach mal, wie seine Technik aussieht. Seinen Ellenbogen tut mir weh. Vielleicht habt ihr auch das Problem, dann lösen wir das jetzt auf jeden Fall mal. Also rein. Yes, das richtig ins Setup reinzukommen ist ein bisschen ein Act, aber mein Bruder macht das ganz gut. Yes, richtig rein. Genau, Dehnung spüren, hochdrücken. Hast du Schmerzen? Weißt du nicht, ist lightweight. Ist lightweight, hat noch keine Schmerzen. Okay, wir schauen uns mal die ganze Sache an. Yes, eventuell kannst du noch ein bisschen mehr. So, ja, genau. Yes. Jo, die Oberarme noch ein bisschen weiter hin den Körper ziehen lassen, dann kommen noch mehr Stretch in den langen Kopf rein. Yes, genau. Hochdrücken, gerade, yes. Wichtig ist bei der Übung, genau, den Oberarm konstant immer hinter den Körper oder was heißt hinter den Körper, sondern oben nach oben gestreckt halten, so wie mein Bruder das macht. Dann wird er nämlich noch besser aufgestretched und ihr seht auch, Ellenbogen freundlicher, mein Bruder hat keine Schmerzen, trifft richtig schön den langen Trizepskopf. Es brennt, es muss brennen. So sieht's aus. Komm mal ein. Zeig, dass du ein echter Gedan bist. Yes, komm. Einer geht noch. Hochdruck. Yes. Und was sagst du? Perfekt. Ich denke mal, der Satz ist gut im Trizeps angekommen. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Mein Bruder nimmt 21 Kilo. Ich nehme, ja, 36 Kilo. Wie groß ist dein Oberarm? 49 Zentimeter. Meiner ist so, ja, 51, 52. Beide noch deutlich zu schmal. Deswegen gebt mal Vollgas und werden noch ein bisschen dicker, oder? Wie sagst du immer? Skinny Bitches. Ja, Skinny Bitches, let's go. Die Skinny Gedan Bitches sind wieder im Gym. Ich hab zu viel Booster genommen, da kommt nur Scheißdreck raus. 1, 2, 3, 8. Dehnung, 9, 10. Einer geht noch. 13. Oh, fuck. 12,5. Hat sich sehr gut angefühlt. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Trizepsübung. So, währenddessen mein kleiner Bruder hier Klimmzüge gemacht, mache ich noch eine weitere Übung für den Trizeps, und zwar Trizeps Extensions unilateral am Kabelzug. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Da gehe ich hier so rein, ihr kennt die Übung. Arm angelegt, schön an Latz, dann habt ihr richtig schön Stabilität. Leicht nach vorne lehnen und dann hier schön nach vorne drücken. Habt sehr viel Stabilität und könnt isoliert den Trizeps trainieren. 2, 3, und ich schaue, dass ich mich jetzt mal nicht verzähle. Schön die Dehnung mitnehmen. 5, durchdrücken. 10. 11. 12. Einer geht noch. Feeling. Ah, schön. Ah, 13 Wiederholungen. PR, jetzt noch die andere Seite. Und dann geht's weiter mit der absolut ekelhaftesten Übung des heutigen Trainings. Auf die habe ich gar keinen Bock. Oh Gott, oh, ihr habt es gesehen. Jetzt kommen wir zu meiner absoluten Hassübung. Side Plank Rotations. Das ist eine Übung für die seitliche Bauchmuskulatur und für die Rumpfstabilität. Hilft mir extrem dabei, gerade auch gestärkt zu werden bei halt eben Übungen, die sehr stark auf den Core, also auf die Rumpfmuskulatur gehen, beziehungsweise Stabilität in der Rumpfmuskulatur benötigen. Zum Beispiel Stiff Leg Deadlift. Da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich viel stabiler im Rumpf bin und dadurch natürlich mehr Gewicht bewegen kann und dann wiederum meine Hamstrings und meine Glutes besser trainiere, mit mehr Load beladen kann. Übung ist ultimativ ekelhaft, gar keinen Bock drauf, aber die wird auf jeden Fall gemacht, um dann den Benefit rauszuziehen, dass ich bei Stiff Leg Deadlifts deutlich stärker und vor allem stabiler bin. Natürlich auch wichtig für die Verletzungsprävention. Jetzt mache ich noch davon 3 Sätze und dann geht's was zu essen. Erstmal Posing und dann was zu essen. So, wir machen einen kurzen Formcheck und schauen mal über die Form drüber nach. Ich glaube 10 Monate Aufbau jetzt. Gehen einfach mal rein in ein paar Posen. Kondition ist gar nicht mehr am Start. Aus der Übung bin ich natürlich auch, weil ich nicht mehr jeden Tag Pose, aber ich muss sagen, mit 121 Kilo geht es noch relativ klar. Ich merke so ein bisschen, wie ich im Bauch dicker werde, im Rücken auch ein bisschen, aber ansonsten gefällt die Form mir sehr, sehr gut. Brust kommt natürlich langsam, aber kontinuierlich, darauf kommt es an. Schulter ist gut gewachsen, Rücken ist auch sehr, sehr gut gewachsen. Also die Offseason zahlt sich auf jeden Fall gut aus. Ich finde auch auf jeden Fall, dass meine Beine im Vergleich zum Oberkörper langsam schon relativ dünn aussehen. Das gefällt mir auf jeden Fall auch gut, weil ich die Beine natürlich einmal alle 9 Tage trainiere, da gar kein Fokus mehr drauf liegt,
Und ja, ich weiß genau, dass wenn ich mein Training umbaue, wieder so in der Woche zweimal Beine trainiere, dann wachsen die wieder wie Gras. Von dem her, Ziel ist ja sowieso, Oberkörper aufs nächste Level zu bringen. Und da befinde ich mich auf jeden Fall auf einem richtig guten Level. So, ich würde sagen, jetzt gibt es noch ein kleines Pre-Workout-Meal. Und dann geht's nach Hause, dann wird richtig gegessen. So Leute, fertig mit dem Training. War auf jeden Fall eine richtig produktive und gute Einheit. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, 3 Stunden. Aber ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall was mitnehmen können. Den einen oder anderen Tipp, den einen oder anderen Gamechanger. Und ich hoffe natürlich, euch hat so ein bisschen das Training mit meinem Bruder gefallen. Wenn ihr ein komplettes Trainingseinheit mit meinem Bruder sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich esse jetzt auf jeden Fall meine Rice Cream. Und hier auf jeden Fall noch ein absolut geiler Tipp. Und zwar, wenn ihr mit dem Code Kai im Set bestellt, wir haben bei Rocker mehrere verschiedene Sets, dann könnt ihr immer bis zu 20% sparen. Dementsprechend gönnt euch auf jeden Fall mit dem ersten Link in der Videobeschreibung für den maximalen Rabatt. Und dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß beim Aufbauen. Die Rice Cream, absoluter Game Changer. Ich liebe es einfach nur. Ich bin raus, bis zum nächsten Video. Euer Pralles Gedanus.